Hallöchen, willkommen zurück zu Nino Kuni 1. Ja, wir sind wir sind nicht hier. Also ich weiß gar nicht, war ich hier schon mal drin? Keine Ahnung. Ich will da jetzt auch nicht reingehen, aber ich musste irgendwo landen, um zu speichern. Deswegen befinden wir uns jetzt hier. Aber ich kann jetzt einfach wieder meinen Drachen holen. Was war das nach oben, ne? Du kannst den Grieche von hier aus nicht rufen. Ja, ist natürlich schade. Das ist, glaube ich, auch, also man muss natürlich auch sagen, ein bisschen fett ist das schon, ne? Deswegen passt er nicht überall hin. Wenn man geradeaus fliegt, dass der immer nach unten fliegen will, was ist denn das für eine komische Steuerung? Teilweise, ich muss immer mit der Kamera entgegenlenken. Wenn ich nichts mache, dann macht er genau das. Was soll das denn? Der fliegt immer irgendwie nach unten. Da, was ist das für eine Steuerung, bitte? Okay, naja, gut, ich bin auch gerade falsch geflogen. Warte mal, und was mir auch noch auffällt, kann ich hier irgendwie... Kann ich in die Option rein? Warum kann ich nicht in die Option rein, wenn ich auf Tengri drauf bin? Ich muss mal landen, das geht gar nicht. Wie war es nochmal mit A, ne? Ja. Ich muss mal kurz hier landen. Das verwirrt mich gerade richtig hart. Kann man hier so eine Achsenumkehrung machen? Oh, wobei, ist das dann standardmäßig überall oder nur beim Fliegen? Das teste ich mal aus, weil ich... Beim Fliegen komme ich nicht drauf klar, wenn das... Ja, hoch ist runter und runter ist hoch. Ja, Okay, das ist dummerweise nicht... Das ist nicht nur beim Fliegen, ne? Wenn ich jetzt hoch mache, dann... Genau. So soll es ja eigentlich sein, wenn ich mich bewege, so kameramäßig. Aber... Nicht, wenn ich mit Tengri fliege, dann ist das nicht so. Dann ist oben auch wirklich oben. Und wenn ich nach unten gehe, dann geht er auch nach unten. Und das ist das, was mich hart verwirrt. Das will ich wirklich... Sowas ist scheiße. Weil ich komme halt bei Flugsachen komme ich halt nicht darauf klar, wenn oben oben ist. Das ist irgendwie ganz... Das haben viele. Ja, weil das auch eigentlich so ist, dass man hochzieht, wenn man das zu sich ranzieht. Ne? Und runter, wenn man das von sich wegdrückt. So, und... Keine Ahnung. Hier muss ich hin. Das ist wirklich eine kleine Insel, ne? Alter, das sind die Riffe, ey. Die Riffe, Leute. Drei so Hügel. Da kannst du definitiv nicht mit dem Schiff hin. Das ist unmöglich. Wahrscheinlich, wenn ich da mit dem Schiff hingefahren wäre, hätte es sogar geklappt. Also, dass ich da hingefahren wäre, aber ich hätte nirgendwo an Land gehen können, weil das Doofe ist, dass man an der Insel nirgendwo vom Wasser rauf kann. Das ist ja ganz komisch. So, aber zumindest sind wir jetzt auf dieser Insel. Und hier ist ein Stein. Verflixt! Schaut euch dieses Monument an. Monument, ja gut, wenn man auf der Map ist, dann ist immer alles ein bisschen kleiner. Also das Ding steht hier sicher nicht zufällig. Es muss irgendwas mit dem Stein zu tun haben. Hey! Seht mal, da steht was drauf. Wer jetzt richtig Bock hat, kann das übersetzen. Lasst euch ein bisschen Zeit. Ihr könnt auch pausieren. Aber... Yo. Wobei, vielleicht ist es auch ein Rätsel und ich muss es übersetzen. Ja, hier nochmal die Schriftzeichen. Wo ist das? Ne, was ist das für eine komische Schrift?
Nazca-Symbole, ist doch klar, Mann. Und vermutlich steht da, wo die Steine versteckt sind und so weiter. Soll ich's für dich übersetzen, Olli? Das wäre sehr nett, weil dann muss ich das nicht selber machen. Mhm. Ja, bitte, Tröpfchen. Nun denn, Moment, da steht, das Geheimnis, das die Karte wahrt, liegt im Herzen. Es ist nicht offenbar. Und was genau soll das bedeuten? Nun, wenn ich mich nicht irre, heißt das, dass die Steine nicht auf dieser Insel sind. Was? Hör doch zu, das Geheimnis, wo sie versteckt sind, liegt im Herzen. Also nicht an der Oberfläche der Karte, wo sie da sehen kann. Das Ganze bedeutet also, dass das wahre Versteck der Steine irgendwo in dem verflixten Ding ist. Nun, wie kriegen wir das denn da raus? Das weiß ich doch auch nicht. Ja, immer mit der Ruhe, Tröpfchen. Wir haben die Karte ja noch nicht einmal. Ja, dann sollten wir wohl auch mal hier mit den alten Kublai reden, ne? Hüa Tengri. Aber kein Pferd, Mann. Also ein netter Drache. Der sich freut, dass er wieder fliegen kann. Also lass ihn doch seine Freude. Das Einzige, was mich halt richtig hart nervt, ist diese Steuerung, ne? Also, dass oben ist. Das ist so schlimm. Und dass man das nicht separat einstellen kann. Aha. Das ist jetzt ganz weit oben. Und dann. Ja, weiß ich auch nicht. Es ist aber schlimm. Richtig schlimm ist das. Da, dieses Wobbel. Dieses Rumgewobbel, das macht er die ganze Zeit. Das ist so nervig. Das könnte man ja verhindern, indem man dann einfach nach oben, nach unten zieht und dann geht er nach oben. Aber das macht er nicht. Wobei er macht allgemein nicht mehr, oder? Oh! Okay, Leute, vielleicht erzähle ich euch auch Bullshit. Ich glaube, ich erzähle euch richtig harten Bullshit. Das Spiel hat einfach nur richtig Probleme über Hügel. Wenn man über Hügel liegt hier. Man kann nicht die Höhe ändern, scheinbar. Es sieht so aus, als könnte man das. Jetzt könnte man das, aber Tanky fliegt nicht höher. Er fliegt immer so ein bisschen über den Boden rüber. So. Aber er fliegt nicht höher, wenn ich die Kamera bewege. Das heißt, dieses Rumzucken hier, wenn ich über Felsen fliege, das kann ich nicht verhindern. Okay, ich dachte, ich könnte das verhindern, indem ich die Kamera so drehe, aber das geht nicht. Dann habe ich euch Bullshit erzählt, dann ist es gar nicht so schlimm mit der Kamera. Wobei es ist immer noch schlimm, wenn ich die Kamera drehen möchte, weil das einfach ungewohnt für mich ist, aber die Kamera ändert nicht die Höhe. Ach nee, hier muss ich gar nicht hinlaufen. Wobei, ich weiß gar nicht, ich meine, die haben jetzt gesagt Hüa Tengri, aber im Grunde genommen, eigentlich könnte ich mich da doch hin teleportieren, oder? Ey, ich fliege da jetzt hin. Wozu habe ich den Tengri denn jetzt? Ruckelt nur leider ein bisschen. Das ist aber dem blöden Spiel geschuldet. Ja, gut, also, wir sind wieder da, hier, und dann landen wir mal. Wieso kann Tengri hier nicht landen? So nett. Wir können natürlich jetzt noch ein paar Gegner besiegen hier. Aber lassen wir das erstmal. So, wollen wir erstmal hier speichern einmal. Hallo. Sag mir, Junge, hast du diese Markensteine gefunden? Nicht wirklich. Wir haben aber so ein altes Monument gefunden. Es war, Gott gesagt, Herr Piratenkönig, da waren keine Steine. Kein einziger. Du solltest uns besser nochmal einen Blick auf deine Karte werfen lassen. Merkwürdig. Habt ihr auch gründlich genug?
Endlich! Wir versuchen hier die Welt zu retten, Mann. Natürlich haben wir gründlich gesucht. Gut, weiß ich jetzt nicht. Es war mit Sicherheit die richtige Insel. Hier, Olli. Lies die Nazca-Inschrift auf diesem Monument. Dings nochmal. Dann kannst du das Geheimnis bestimmt lüften. Das Geheimnis, das die Karte wahrt, liegt im Herzen. Es ist nicht offenbar. Was könnte das denn heißen? Naja, dieses Herzenskram-Gedöns hat doch immer etwas mit deiner Magie zu tun, richtig? Also sollten wir Herzenempfang darauf anwenden oder so? Was? Auf die Karte anwenden? Und was sollen wir denn mit dem anstellen, was wir von ihr kriegen? Weiß wir überhaupt was kriegen? Aber es könnte was mit Magie zu tun haben, richtig? Ja, das scheint irgendwie oft der Fall zu sein, wenn du mit von der Partie bist. Ihr scheint großes Vertrauen in die Zauberkräfte des Jungen zu haben. Kennt ihr denn viele Zauber? Vielleicht tut ihr das. Oh, jede Menge. Die Leute geben ihnen ja ständig welche. Da hast du recht, Esther. Wir haben mittlerweile einen ganzen Haufen Zauber, oder? Da muss doch was dabei sein, mit dem das klappt. Das Geheimnis der Karte war, dass die Karte wahrt, liegt im Herzen. Es ist nicht offenbar. Fällt dir dazu irgendein Zauber ein, Olli? Ein oder zwei vielleicht. Echt, tatsächlich? Dann weiß er mehr als ich. Naja, es gibt mal einen Weg, es herauszufinden. Try and error, würde ich sagen. Und einfach alle mal durchknallen. Ich würde sagen, Linda Hand, das ist es jetzt nicht. Ich würde aber auch sagen, irgendwelche Kampfzauber, die dann sagen, hey, Feuerball wird es wahrscheinlich auch nicht sein, weil dann verbrennt die Karte nämlich. Das ist es nicht. Reisen, Marokkanen, Portal, logischerweise nicht. Herz der Befallung, weil Herzen, ne? Macht nichts, gut, schenken auch nicht. Entgiftung, gut, als. Hä, wir haben Schatzkarte als Zauber, seit wann das denn? Wäre jetzt vielleicht eine Idee gewesen, aber. Ich gehe da einfach wirklich alles durch, weil was soll ich denn sonst machen? Naturnähe, auch nicht. Schweben? Was meint ihr? Schweben? Wird das es sein? Ich denke nicht. Ah, habe ich recht gehabt. Brücke? Ah, wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Aber nichts passiert. Drahtzieher ist, würde ich auch nicht sagen, dass es das ist. Ah, guck mal, habe ich recht gehabt. Magisches Licht? Würde ich auch sagen, ist es nicht. Guck mal, habe ich recht gehabt. Vertrauter rufen? Würde ich auch sagen, ist es nicht. Guck mal. Zack. Wachstumsschub? Auch nicht, logischerweise. Alte Pracht? Oh, alte Pracht. Dann ist die Karte wieder so default-mäßig zurück in ihre alten Pracht gepackt. Und eventuell war mal auf der Karte was drauf. Und ist dann irgendwie weggemacht worden oder sowas. Und dann, das könnte sein. Aber ist es nicht. Aber es hätte sein können, ne, dass dann irgendwas auf der Karte mal drauf war, dann aber irgendwie entfernt wurde oder weggemacht wurde. Und wenn man alte Pracht macht, dann kommt es irgendwie wieder zurück oder so. Aber es ist es nicht. Zeitsprung kann sein, wenn man dann irgendwie zurückdreht, aber der Zauber, den haben wir ja schon mal benutzt, der ist eigentlich, der ist jetzt in unserer Liste drin, aber wir können ihn ja nicht normal benutzen, ne? Und nichts passiert. Normalerweise, also, ne, keine Zutat auch nicht. Medium mit der Karte zu reden, würde mich auch wundern. Einblick. Das könnte es sein. Gewährt den Zauberer Einblick in die Vergangenheit eines einstmals geliebten Objekts und seinen Besitzer. Dass man dann guckt, wem gehörte das Objekt und was hat der da gemacht mit der Karte. Das könnte sein. Natürlich ist es das. Schick! Sieht ganz so aus, als hätten wir das Große losgezogen. Wir waren also getrennt versteckt. Das hatte ich schon vermutet. Immerhin sind es drei Steine, die alle an einem Ort zu verstecken schienen schwachsinnig. Warte, ich verstehe das Ganze nicht. Warum sind all die Markierungen auf der Karte erschienen? Haben wir das nicht gerade eben besprochen, warum? Das war der Zauber, den ich benutzt habe. Einblick, der zeigt die Erinnerung der Leute an, die ein Objekt einst besessen haben.
Ich verstehe. Also hat er dir die Orte gezeigt, die die Person, von der die Karte stammt, geheim halten wollte? Ja, die Änderungen kommen mir alle gleichzeitig in den Sinn. Und da war noch eine Botschaft. Und? Was war's? Spuck's aus, Mann! Ich hab schon wieder vergessen. Nein, noch nicht. Ja, da, der Zauberstab ist die Waffe des Herzens. Die Steine reflektieren nur seine Oberfläche. Wahre Macht liegt in der Tiefe. Das ist alles. Was zum Geier soll das denn jetzt wieder heißen? Verdammt mich nochmal! Ich bin mir sicher, dass wir das schon erfahren werden. Lass uns darüber nachdenken, während wir nach den Steinen suchen. Na fein, hey, Piratenheini, kannst du uns die Karte ausleihen? Wäre echt bescheuert, wenn wir dauernd herkommen müssen, um einen Blick reinzuwerfen. Ja, die Steine sind euer Problem. Ich habe keine Verwendung für die Karte. Nehmt sie, dann habe ich mehr Platz für gute, anständige Beute. Denn die Karte ist so riesig, die nimmt ja mein komplettes Schiff ein. Also die Karte der Steine. Ja, vielen Dank, Captain. Mal sehen, was wir an den drei Orten auf der Karte, die auf der Karte markiert sind, finden können. Scheint ganz so, als würden wir recht viel Zeit auf Tengris Rücken verbringen. Hoch in den Lüften. Ich kann es kaum erwarten. Ja, wir werden ihn ganz schön beschäftigen. Schick, Zeit. Was Zeit für das nächste Kapitel der Abenteuer des furchtlosen Zauberers Olli. Die Suche nach dem magischen Stein. Das könnte man jetzt auch als Untertitel packen, ne? Ni no Kuni 1 und die Suche nach dem magischen Stein oder so. Kann ich hier Tengri auch rufen? Ja. Muss wieder raus. Ja, dann machen wir das. Dann gehen wir raus und dann gucken wir einfach mal, was wir so finden an ein Steinchen. Natürlich fliegen wir da mit Tengri hin, weil ich meine, wozu haben wir denn? Wenn wir da einfach zu Orten hinfliegen, wo wir schon mal waren, hingehen, wo wir schon mal waren und dann, ne, das bringt uns dann Tengri. Der blinkt da auf. Und blinkt da auf. Wo ist dieses verfluchte Ding nochmal? Haben Sie was verloren? Ja, ich habe was verloren. Ein Glücksbringer. Eine Feder. Boah, das klingt ja, als würde das voll wichtig sein. Ja, ist es auch, bla. Aha, und der hat jetzt einfach irgendwie bei dem Abenteuer Heini da so einen Auftrag. Auch ganz komisch, dass das so plötzlich auch Piraten machen können. So, ja. Stimmt, wir sind ja in der Story wieder ein bisschen weitergekommen. In der Story weitergekommen. Und dadurch habe ich die Feder theoretisch. Ah, und gleich steht in meiner Tasche. Das ist Dufte, ja. Oh, ich hatte sie gehabt. Okay, gut. Sind wir ja weitergekommen mit dem, hier in der Story. Da könnten wir theoretisch mal wieder gucken, ob wir Monsterjagden wieder bekommen. Aber bringt ja Geld und sowas alles, aber ich habe so ein bisschen den Anschein, dass wir eventuell jetzt erstmal nicht mehr in der Stadt zurückkommen und uns ausrüsten können oder so. 30 Geld. Den mache ich fertig. Fancy your chances, do you? Sollte ja eigentlich kein Problem sein, dass wir die fertig machen. So, dann wollen wir mal losfliegen. Irgendwo. Du kannst eigentlich von hier nicht. Warum nicht? Hier geht es. Wollen wir mal gucken? Zu welchem Ort fliegen wir denn zuerst hin? Ich würde mal sagen, wir gehen mal hier da hin. Oh, das ist eine Eislandschaft.
War ja Ni No Kuni 2 auch so, dass man kurz in so eine Eislandschaft geht, aber auch nur, weil da irgendwie ein Gebäude war, wo man da kurz reingegangen ist und dann ist man wieder weg und so. Ne? Das gab's da ja auch. Kann man hier landen? Oder ist es hier? Ist es hier? Kann ja sein, dass es... Oh, das ist hier, ne? Da in der Höhle drin. Wenn ich jetzt hier lande, ne? Bin ich mal gespannt, was wir hier für Gegner haben. Ich würde das gerne erstmal prüfen. Was bist du denn? Haben die wirklich hier Gegner aufgestellt oder haben die einfach gesagt, so nö, doch haben sie, okay. Ja, ich würde das gerne erstmal prüfen. Ob ich überhaupt irgendwie die Chance habe, hier gegen die zu kämpfen. Sehen alle so süß aus. Mann. Ja, definitiv. Definitiv. Wir machen mal fertig hier. Ist super machbar. Ich glaube, dass wir eventuell auch jetzt in so einer Situation sind, wie bei Ni No Kuni 2, dass wir einfach leveltechnisch so weit sind, dass die Gegner jetzt auch nicht mehr eventuell nicht draußen rumlaufen, stärker werden. Vielleicht 404G, ja, genau. Und dadurch eventuell wir uns auch gar nicht mehr so drauf fokussieren müssen zu leveln, sondern wir eigentlich an sich ganz gutes Level haben. Wäre natürlich ganz schön so. Wir haben irgendwie hier... Also ich weiß, dass... Wer war das immer? Genau. Kann die Evolutionsstufe aussteigen? Haben wir da jetzt mittlerweile mal hier... Nee, wir bauen halt, wie gesagt, hier das Ding, aber nur in größer. Was haben wir halt leider nicht. Und wir geben hier mal ein bisschen was zu futtern. Ich gebe immer so wenig, meine Leute zu futtern. Ich habe auch das Gefühl, dass das teilweise auch echt nicht so viel ausmacht. Aber gut. Geben wir hier noch. Messen immer den Leuten oder den Vertrauten das geben, die sowieso benutzt werden. Nehmen wir das eben hier noch. Kann auch noch mal ein bisschen was haben. Weiß ja nicht, ob Genauigkeit so wirklich sinnvoll ist bei dem, aber... Oh, die Vertrautheit steigt auf 2. Das ist natürlich auch geil. Vor allem, dieser Kuchen, der hat ja richtig hart gepusht scheinbar. Der hat schon fast keinen Hunger mehr. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal zur Höhle. Ne? Ich meine, wenn wir die Gegner jetzt alle easy besiegen können, dann sollte es ja kein Problem sein. Beziehungsweise, ha! In die Höhle gehen wir erstmal nächstes Mal rein. Also, bis zum nächsten Mal, haut rein. Tschüss.